Die wichtigste Erkenntnis meiner vier Reisen in den Irak lautet, der Westen ist viel gewalttätiger als die muslimische Welt. Ich will Ihnen das mit zwei Zahlen belegen. Die Terroristen von Al-Qaida haben in den vergangenen 20 Jahren 5000 westliche Zivilisten brutal ermordet. Sie sind Mörder. Der amerikanische Präsident jedoch hat in 5 Jahren mehrere hunderttausend irakische Zivilisten getötet. Nicht die Gewalttätigkeit der muslimischen Welt, sondern die Gewalttätigkeit einiger westlicher Länder ist das Hauptproblem unserer Zeit. Das war auch in der Vergangenheit schon so. Es waren keine Muslime, die auf den Kreuzzügen 4 Millionen Menschen massakrierten. Es waren keine Muslime, die während der Kolonialzeit weltweit 50 Millionen umbrachten. Es waren keine Muslime, die den Ersten und Zweiten Weltkrieg mit 70 Millionen Toten anzettelten und die 6 Millionen Juden gnadenlos ermordeten. Der Westen hat die Welt nicht durch die Überlegenheit seiner Werte und seiner Ideale erobert, sondern durch seine Überlegenheit beim Anwenden gnadenloser Gewalt. Und hier liegen die tieferen Gründe des Terrorismus. Niemand kommt als Terrorist auf die Welt. Wir werden den Terrorismus nicht besiegen, indem wir Online-Durchsuchungen durchführen, Flugdaten speichern oder Konvertiten überwachen. Wir werden diesen Terrorismus erst überwinden, wenn wir anfangen, die muslimische Welt so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Mit Respekt und Fairness. Dazu kann jeder von uns einen Beitrag leisten. Wenn wir morgen beginnen, die muslimische Welt genauso großzügig und fair zu behandeln, wie wir zu Recht Israel behandeln, gibt es morgen keinen Terrorismus mehr. Wir haben uns diesen Terrorismus selbst gezüchtet.